willkommen zu Leontal, willkommen zum 100. Teil, die große Jubiläumsausgabe. Uah! 100 Teil, hätte das gedacht, ich nicht. Aber ja, tolle Reise und es geht weiter, keine Sorge. Das Thema heute, warum Spur 0? Oh, und eine Verlosung gibt's. Verlosung gibt es aber erst am Schluss. Die gibt es nicht jetzt sofort. Könnt ihr vergessen. Warum Spur 0? Ich wollte mir das Thema nochmal vornehmen, weil ich hatte ja mal Vor- und Nachteile von Spur 0 gemacht und Einstieg in Spur 0 und all sowas. Die Links, wer das noch nicht gesehen hat, wen das interessiert, die poste ich in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt Vor- und Nachteile, habe ich mir die Punkte nochmal angeguckt und habe ein paar Punkte, würde ich nochmal etwas dazu sagen, bei anderen wiederum, die lasse ich weg, weil ich sie schon besprochen habe. Was ich sagen will ist, ich weiß mittlerweile mehr und das heißt, ich kann mit noch mehr Überzeugung dafür plädieren, also ja, umzusteigen, ne? Also ganz klare Sache, Spur 0 ist einfach grandios. Also, das ist der erste Teil. Im zweiten Teil folgt dann die große Verlosung mit einigen schnuckeligen Preisen, muss ich ja mal sagen. Aber dazu später mehr. Erstmal viel Spaß. Was kostet mich Spur 0? Die Antwort ist ganz einfach, genauso viel wie jede andere Spur auch. Boom. Ende. Aus. Ja, damit könnte man das eigentlich alles schon zack erledigt. Pro Quadratmeter. Ja, ganz wichtig natürlich. Das ist ja auch nichts Neues, auch nicht von mir. Es gibt diverse Leute, die sagen, eine Modelleisenbahn kostet so und so viel Geld pro Quadratmeter. Ich kann für mich sagen, viele von euch wissen das, ich habe meinen ganzen H0 und meinen 00-Kram verkauft und habe mir davon Spur 0-Kram gekauft. Dann habe ich einen Fehler gemacht und bin auf große Loks umgestiegen, die zwar unglaublich genial waren, aber die einfach nicht auf meine Anlage hier passen. Die habe ich alle wieder verkauft und jetzt bin ich mit meinen relativ wenigen Loks und Wagen sehr, sehr zufrieden. Ich weiß, Messingdampfer kosten ein Schweinegeld, ist überhaupt keine Frage, aber erstens verlieren sie auch nicht unbedingt massiv an Geld. Und zweitens, wie viele kauft man sich davon? Es sei denn, jemand möchte sammeln, 100 Loks mindestens in Vitrinen haben. Ja, okay, aber dann ist das Thema Geld auch wirklich nicht das Thema, glaube ich. Es geht um, sagen wir mal, einen ganz normalen Modellbahner wie mich. Ich habe ein bisschen so und so viel Budget und ich kann so und so viel ausgeben und das war's. Spur 0 ist nicht teurer. Weil man kauft weniger von allem. Man kauft weniger Loks, man kauft weniger Rollmaterial, es gibt weniger Gebäude, es gibt weniger alles. Natürlich kosten auch die Gleise kosten auch mehr Geld, ist mir schon klar. Und die Weichen auch. Und ich meine, für eine Weiche 200 Euro hinzulegen, das ist schon eine Ansage. Aber wie viele Weichen braucht man denn? Ja? Viel weniger, als ich vorher in Null gebraucht habe. Es lässt sich immer weiter so argumentieren, man hat von allem weniger und das bedeutet, man muss weniger Geld ausgeben, weil man eben zum Beispiel nicht 100 Gebäude hat, sondern 10. Eine ganz einfache Rechnung. Spur 0 kostet genauso viel wie alle anderen auch. Naja, vielleicht irgendwie Z, ich weiß gar nicht, wie teuer ist Z oder so, die ganz kleinen. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, die Loks oder so bei N und voll digitalisiert und so, sind auch schon ziemlich teuer. Ne? Aber ich weiß es nicht. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen das laufende Programm für eine wichtige Meldung. Die nächste Sache, die mögliche Umsteiger oder Interessenten in die Spur 0 gerne mal abschreckt, und ich nehme mich da nicht aus, denn es ist exakt, das ist mir auch passiert, als ich zum ersten Mal mich ernsthaft mit dem Thema beschäftigt habe. Da guckt man sich so die Websites von den Herstellern an und stellt fest, da ist ja fast nichts irgendwie gerade erhältlich. Das ist ja doof.
Das stimmt so. Viele Sachen sind nicht mehr erhältlich oder sind schnell ausverkauft oder alles so in dem Bereich. Aber, und deswegen heißt dieses Kapitel auch, das Angebot ist groß. Das Angebot ist groß und zwar auf dem Gebrauchtmarkt. Ganz massiv. eBay Kleinanzeigen, Spur Null Forum, Arge Forum. Überall werden wirklich, ich will nicht sagen Unmengen, aber sehr viele Sachen angeboten. Aktuelle Sachen, aber auch ältere Sachen. Man sollte sich wirklich nicht davon abschrecken lassen. Also ich meine, was habe ich gemacht? Ich habe angefangen und habe gedacht, okay, ja, Lenz offensichtlich, ne, guckst du mal. Und habe dann gesehen, ja, da ist aber nicht so viel, ne? Das ist aber nicht so toll. Und dann, und das habe ich im Laufe der Zeit gelernt, es gibt wirklich sehr viel an Rollmaterial und an Lokomotiven bei Leuten, die es mal gekauft haben, bei Sammlern, die irgendwann wieder verkaufen. Und man kann Suchanzeigen im Spur Null Forum zum Beispiel machen, wenn man was ganz Bestimmtes sucht. Oder einfach sich mal ein paar Monate Zeit nehmen und einfach nur eBay durchforsten. Ja. Was da angeboten wird, ist der Hammer. Und teilweise eben auch zu guten Preisen. Und da sind wir wieder bei dem ersten Punkt, dass nämlich der Gebrauchtmarkt, die Preise zwar relativ hoch sind, finde ich, kommt auch immer auf die Modelle an, ist klar, aber dann auch preisstabil und trotzdem bezahlbar. Ja, also wenn irgendwie ein neuer Wagen, keine Ahnung, 160 kostet und man ihn dann für 120 schießt, ist das völlig in Ordnung, den kannst du in 2 Jahren wieder für 120 verkaufen. Ist also echt kein Ding. Wer wirklich Sorge hat, es gäbe nicht genug, dem kann ich guten Gewissens sagen, na, es ist sehr viel auf dem Markt ständig und Bewegung ist auch ständig. Dann kommen noch die Modellbahn, die Börsen und so weiter. Was da alles angeboten wird, ist natürlich ganz klar, wie bei jeder anderen Spur auch, eine Menge. Platzbedarf, Damen und Herren. Auch ein Argument, was viele abschrecken könnte, was viele abschreckt. Einerseits zu Recht, der Mindestradius ist halt ein klein wenig größer als bei den kleineren Nenngrößen, ist klar. Andererseits finde ich, das Argument zählt nicht. Ich habe mal vor zig Jahren habe ich mal auf einer Ausstellung ein Diorama gesehen von einem Lokschuppen. Es war eigentlich wirklich nur ein Lokschuppen und mit einer Dieseltankstelle davor. Das Ganze war Irish, keine Ahnung, National Railways oder irgendwie sowas. Also das Ganze in der irischen Variante, aber ist ja vollkommen egal. Es war so groß, in 00, so groß. Und es war grandios. Da waren so viele Details drin. Ernsthaft, minutenlang davor gestanden und habe die Details aufgesogen. Und habe dann gedacht, damals habe ich noch in Großbritannien gewohnt und hatte nicht viel Platz. Wenn man sowas Tolles in so klein bauen kann, dann kann man doch auch was, ich hatte irgendwie 2 Meter Platz oder sowas, 2 Meter bauen. Das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt würden die 2 Meter immer noch reichen für ein ganz grandioses Betriebsdiorama oder was auch immer. Solange man sich mit den Details beschäftigt und Spaß hat an Details, hat man auch sagen wir mal, irgendwie 2 Meter mal 50 Zentimeter für Jahre viel, viel Spaß. Wenn aber jemand kommt und sagt, ich will eine gesamte Anlage, dagegen kann ich nichts sagen. Ja, also wer eine riesengroße Anlage bauen will, der braucht eben auch, keine Ahnung, 10 mal 5 Meter, 10 mal 20 Meter oder irgendwie sowas. Ich habe hier 3,50 Meter, glaube ich, mal 4,50 Meter oder irgendwie sowas. Was ein schönes Zimmer ist, nicht besonders groß, aber auch nicht klein. Und ich bin außerordentlich zufrieden. Was ich hier auf diesem relativ kleinen Raum mit den großen Modellen und viel Details alles machen kann. Und ich bin hier noch lange nicht am Ende. Und ich habe noch so viele Ideen. Und ich werde auch noch, keine Ahnung, noch umbauen und natürlich kommt noch Landschaft und was weiß ich noch alles.
Und diese Details, die machen das, finde ich, für mich zumindest, machen das aus. Und deswegen dieses Argument Platzbedarf, das zählt oder zieht nur dann, wenn man wirklich, sagen wir mal, einen Bahnhof mit 5 Meter Bahnsteiglänge bauen will. Dagegen kann man nichts sagen. Aber ansonsten, finde ich, sind die Details eigentlich wichtiger als die reine Größe oder Riesengleiswendel oder irgendwie sowas. Aber selbst das, ich könnte ja auch nebenan im Arbeitszimmer da irgendwie, vielleicht sollte ich mal durchbrechen und dann da hinten Gleiswendel machen. Ja, egal. Platzbedarf? Platz ist, nee, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Platz ist in der kleinsten Hütte, ich hab's gesagt. Eigentlich hätte jetzt diese Meldung kommen sollen. Regie? Die Meldung kommt jetzt. Das hier, Damen und Herren, ist meine kleinste Lok. Die Kö von Schnellenkamp. Grandioses Modell. Er ist meine kleinste. Und was die an Details hat, was die alles kann, das ist phänomenal. Und solche Detailliertheit, also die hat irgendwie, die hat Sound natürlich und alles. Ich hab sie auch mal vorgestellt in einem Video. Die ist wirklich fantastisch. Und mit dieser Lok allein kann man zeigen, wie viel detaillierter die Modelle sind oder sein können, einfach weil sie größer sind. Und das macht ungeheuer viel Spaß. Und es bleibt ja nicht dabei. Man kann ja noch tunen ohne Ende. Man kann sie supern, man kann noch Sachen anbauen. Es gibt für so viele Modelle gibt es Messing, Zurüstteile, das ist fantastisch. Also wer Lust dazu hat, der kann die noch weiter supern und aufhübschen und also wirklich, ich meine, so klein wie die ist. Ja, die 50er hatte ich mal, eine 50er hatte ich mal, habe ich gezeigt. Was die alles hatte an Details, das ist irre. Und dann das sowas wie das Thema Schraubenkupplung. Ich habe auf Schraubenkupplung jetzt mittlerweile komplett alles umgerüstet. Fantastisch. Sowas geht halt in Spur 0 besser als in H0 oder TT oder vielleicht N auch gar nicht mit Schraubenkupplung. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es geht mehr, weil einfach alles viel detaillierter ist. Als ich am Anfang, als ich umgestiegen bin, hatte ich Probleme, sowas wie Bausätze für Gebäude oder sowas zu finden. Aus zwei Gründen. Erstens habe ich nicht richtig geguckt. Ich kannte noch nicht die Hersteller. Und zweitens war ich natürlich komplett verwöhnt von Faller und Konsorten. Das gibt es so in Spur 0 nicht. Es gibt aber genug Bausätze auch. Und da braucht es auch so ein bisschen Zeit, um sich in die Materie einzuarbeiten. Es gibt genug Hersteller mit genug Bausätzen, wenn man ausschließlich Bausätze bauen möchte. Es gibt auch Hersteller für Fertighäuser, ja? Also so ist es nicht. Was man im Laufe der Zeit dann allerdings relativ schnell feststellt, zumindest ging das mir so, ich wollte irgendwann weniger Bausätze bauen, obwohl mir Bausätze sehr viel Spaß machen. Ich hatte irgendwann so das eine Fabrikgebäude, was ich gebaut habe, das gab es so nirgendwo. Und ich hatte ein anderes Fabrikgebäude von einem Hersteller von Müllers Bruchbuden, glaube ich. Das war okay, aber ich habe gedacht, meine Güte, das ist also das ist relativ viel Geld, was die Bausätze kosten. Also nichts gegen das Preisniveau von den Herstellern, das ist alles völlig in Ordnung. Aber irgendwann fängt man an, sich zu überlegen, Sekunde mal, das kann ich auch selber und das kann ich vielleicht sogar besser selber. Und dann fängt der Eigenbau an. Und der Eigenbau ist etwas,
Was ich wirklich noch viel mehr lernen musste und konnte und durfte, seitdem ich umgestiegen bin. Und das ist extremst geil. Das macht so viel Spaß, sich zu überlegen, okay, ich brauche jetzt, sagen wir mal, irgendein Gebäude. Ich brauche die in die Größe, ich will so und so viel, ich will Fenster, was hat es für eine Funktion, wie soll es aussehen, all das. Und dann baut man das selber. Also ich bin noch nicht so weit, sowas wie Fenster zum Beispiel selbst zu bauen. Das würde ich auch, glaube ich, nicht machen, weil es gibt einfach genug Anbieter und Hersteller. Aber man kann ja verschiedene Fenster sich aussuchen. Und dann geht es darum, vielleicht einen Fensterrahmen zu bauen. Das traue ich mir schon zu und das mache ich auch. Oder Tür oder Schlagläden oder was auch immer. Das ist einfacher in der Spur 0. Wieder, weil es größer ist. Ja? Das ist ein so banales Argument und trotzdem ein wichtiges. Es ist alles größer und es macht mir viel, viel mehr Spaß, mit so relativ großen Bauten dann was zu machen, wenn es dann an Inneneinrichtung geht. Ja? Also ich habe schon ernsthaft darüber nachgedacht, Lichtschalter zu bauen. Keine funktionsfähigen, aber Lichtschalter in den Raum reinzumachen. Warum nicht? Oder Kabel auf dem Außenputz, heißt das Außenputz? Überputz. Oder sowas. Ja, das geht. Das ist funktioniert und das ist machbar. Und dieses selber bauen, da gehört natürlich am Anfang viel Versuch macht klug. Aber es gibt ja auch tausend Hinweise, tausend Kanäle bei YouTube und tausend Bauberichte im Spur Null Forum. Es gibt, also es ist an Eingebungen, wie man es machen könnte, an Ideen mangelt es nicht. Man muss es dann nur umsetzen. Und das macht unglaublich viel Spaß. Und jetzt im Nachhinein, also die Gebäude, die jetzt noch kommen hier, das sind nicht mehr viele, ich glaube, ich schätze mal zwei oder sowas, die werde ich komplett selbst bauen. Also ist überhaupt keine Frage, weil das geht halt und das ist geil. Ja, so ist das mit der modernen Technik. Das kann schon mal passieren. Hier kommt noch ein Argument, was ich für relativ wichtig halte, was für die Spur 0 spricht und gegen leider die kleineren Nenngrößen, nämlich das Alter. Ich bin nur auch nicht mehr der Jüngste und ich merke, dass ich allein schon hier irgendwie Lesebrille oder irgendwie sowas oder was meine Hände noch schaffen und fast nicht mehr. Es ist einfach angenehmer, wenn man ein bisschen älter wird, mit größeren Sachen umzugehen. Das ist so, ja. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Aber wenn ich in meinem Alter noch mit kleinen N-Dingern rumfitzeln würde, ich würde die Dinger in die Ecke schmeißen. Ich finde das sehr bewundernswert, wenn auch ältere Bahner seelenruhig und wunderbar mit ihren, sagen wir mal, N-Zügen rumfahren und damit rumfuhrwerken. Mich würde es in den Wahnsinn treiben. Ich bin zu alt für so einen Scheiß. Ich finde das einfach grandios. Du hast einen richtigen Wagen, der ist so groß, den hast du in der Hand. Du hast Loks, die sind teilweise so groß und schwer und. Und da steckt was dahinter, ja. Und wenn man das Gleis mal irgendwie einen halben Millimeter, der Anstoß vielleicht ein Millimeter zu groß ist oder einen halben Millimeter, dann ist das auch nicht so schlimm. Ich bin da sowieso relativ entspannt, was sowas angeht. Aber es ist alles viel einfacher. Es ist, und das, Jungs und Mädels, es ist einfach so. Und wird jede Woche schlimmer, jeden Monat, jedes Jahr. Und irgendwann sitzen wir dann hier und kriegen gar nichts mehr gebacken. Aber bis dahin macht Spur 0 einfach viel mehr Spaß als die kleineren Nenngrößen. Jawohl, ja. Meine Damen und Herren, ich bitte um Entschuldigung. Wir warten immer noch auf die wichtige Meldung.
Das Fazit. Ich habe, wie gesagt, einige Sachen nicht erwähnt, weil ich die schon besprochen habe. Sowas wie die Spur Null Community und Fahrtage und all sowas. Obwohl ich glaube, doch, ich glaube, ich sollte das nochmal in dieses Fazit reinbringen, weil ich gerade merke, wie wichtig das ist. Die Spur Null Community ist wirklich ganz, ganz toll, finde ich. Also ich habe tolle Leute kennengelernt. Es ist alles sehr viel familiärer und man lernt tolle Leute kennen, die geben einem tausend Tipps, dass man bei Fahrtagen und da kennt wieder jemand, der den und den und dann sind es die Spur Null Clubs, die sich natürlich, wo die Leute sich untereinander kennen und das ist so eine ganz tolle Gemeinschaft und das schätze ich sehr. Ich habe nicht eine Sekunde bereut, dass ich umgestiegen bin auf Spur Null. Im Gegenteil, ich denke, ich hätte es früher machen sollen, aber jetzt ist es egal. Ich habe meinen Weg gefunden, insofern als dass ich wirklich nur kleine Modelle hier habe, kleine Loks, kleine Wagen. Einfach weil mit dem Radius 1, den ich hier verbaut habe, das mit größeren Wagen finde ich nicht so toll aussieht. Das war auch alles. Ich baue immer mehr selbst hier. Also ich meine, das ist so völlig schwachsinnig, ja. Aber hat einen riesen Spaß gemacht. Komplett selber gebaut. Warum nicht? Geht. Mauern. Kein Ding. Auch mit Ziegeln, mit kleineren. Ich habe ganze Gebäude gesehen, also die aus Ziegel. Komplett alles selber gebaut. Selber bauen ist grandios. Ich habe jetzt so in den letzten Monaten auch Modelle gekauft, die nicht mehr erhältlich waren, die ich aber problemlos auf dem Gebrauchtmarkt bekommen habe. Ich habe am Anfang, als ich gedacht habe, oh, das sind Hürden, die haben sich nicht als Hürden rausgestellt. Ich bin gnadenlos begeistert. Es ist nichts, was mich reut oder gereut hätte. Im Gegenteil, ich habe neue Chancen gesehen. Ich bin besser im Bauen geworden, ich bin kreativer geworden, noch kreativer, ich habe ständig neue Ideen, mir fallen tausend Sachen ein und ich habe unglaublich viel Spaß. Ich kann wirklich nur jedem empfehlen, umzusteigen und einfach anzufangen mit Null, weil es so viel, finde ich, grandioser ist als die kleineren Nenngrößen. Als Tipp, einfach mal zu einem Fahrtag gehen von dem nächstgelegenen Spur Null Club. Es gibt eine ganze Menge in Deutschland. Solche Hinweise zu Fahrtagen gibt es im Spur Null Forum, den Link poste ich auch. Einfach mal hingehen, die Leute sind total nett und einfach mal gucken. Einfach mal die Modelle sich in Ruhe angucken, ein bisschen erklären lassen, was ist das und wie funktioniert das. Und man wird feststellen, dass man ist sofort begeistert und von diesen großen, schweren, detaillierten Modellen. Und ich wiederhole mich, weil ich so dermaßen begeistert bin von der Spur Null. Also. Fazit: Umsteigen, steigt um. Vergesst H0, vergesst 00, vergesst TT, NZ, alles. Verkaufen, Spur 0. So sieht's aus. Macht doch euren Scheiß alleine. Verlosung! Uah! Habt ihr doch alle nur drauf gewartet? Ja, ich weiß schon. Ich hab's gesehen. Hier hinten, der kann der mit seinem Schwafel mal aufhören. Was gibt's zu gewinnen? Das gibt's zu gewinnen. Ich habe, als ich gedacht habe, ich mache eine Verlosung zum 100., habe ich gedacht, ich schreibe alle Hersteller an. Pff, wird schon was passieren. Da habe ich gedacht, nee, Sekunde, das ist nicht so ganz fair. Ich habe einfach mal die beiden angeschrieben, für die ich hier am meisten Werbung in Anführungsstrichen gemacht habe, weil ich mache keine Werbung, keine bezahlte Werbung. Ich zeige nur das, was mir gefällt. Jedenfalls habe ich die Firma Lenz angeschrieben, Lenz Elektronik GmbH, und ich habe das Spur Null Magazin, also Stefan, angeschrieben oder beziehungsweise mit ihm gesprochen. Und beide haben sofort gesagt, Firma Lenz und Stefan, sind wir dabei, machen wir. Finde ich ja schon mal ziemlich geil. Also, so, was haben wir hier alles? Ist wie Weihnachten hier. Der Hauptpreis, Damen und Herren. Der nennt sich KLV12 von Lenz. Ladenfrisch und nagelneu.
im Wert von, Gott, ich weiß gar nicht, irgendwie Ladenpreis, glaube ich, 350 Euro oder sowas. Gesponsert von Lenz. Dankeschön. Vielen Dank dafür. Tolle Sache. Der Hauptpreis. So, dann geht's weiter. Ich nenne sie mal Nebenpreise. Erstens, vom Spurnull Magazin Abonnement Extras Bastelpaket. Ich hoffe, ich kriege das jetzt auch hier. Ich will da nichts kaputt machen. So, da haben wir es. Haufenweise Lasercut-Bausätze und ein Satz. Geht's denn? Verkehrszeichen. Klasse. Das gibt's so nicht. Ja? Das ist, das sind Beilagen gewesen von den verschiedenen Heften. Und Stefan hat dann ein kleines Rundum-Sorglos-Paket zusammengestellt. Sehr, sehr geil. So, mache ich gleich nochmal fertig so. Als nächstes, einmal ein Jahresabo für das Spurnull Magazin. Tada! Alles gesponsert von Spurnull Magazin. Und dann haben wir noch Willkommen in Kreinsen, Porträt einer außergewöhnlichen Anlage. Kreinsen von Eckhard Huwald ist berühmt, die Anlage, und das Buch ist klasse. Ich habe es auch, ist auch ein DVD dabei. Grandios, ganz, ganz toll. Alles gesponsert von Stefan Kanzler von Spurnull Magazin. Und dann von mir, gesponsert von mir, ja, wow, ein Set Pan Pastel Farbpulver. Warum? Weil ich sie liebe. Wir hätten da als erstes Raw Amber Burnt Sienna, Bright Yellow Green, Red Iron Oxide Shade, Oxide, ich glaube es ist Oxide, ne? Black und Raw Amber Tint, cremig weiß. Ebenfalls ein Rundum-Sorglos-Paket, irgendwas so 45 Euro oder irgendwas. Pan-Pastell-Farbpulver sind die, die ich verwende, und ich dachte irgendwie, ich mache mal jemanden glücklich damit. Das gibt's alles zu gewinnen. Hallo? Ja. So, und jetzt? Ja. Ja. Ach so, ja. Wie? Wie? Wie gewinnt ihr? Erstmal. Die Sachen werden von mir auf meine Kosten ab hier verschickt an die Gewinner. Wer teilnehmen möchte, muss sich einloggen, nicht einloggen, sondern einen Link anklicken, den ich in der Videobeschreibung bringe. Den Einsendeschluss, nee, das machen wir gleich. In dem Link einfach draufklicken, das ist ein Google-Dokument, dort das, den Lösungssatz eingeben und Details und so das Weitere. Alle Daten werden nach der, wie nennt sich das, Datenschutz und so weiter, ist aber auch alles dort nochmal genau formuliert, das muss sich wirklich keiner Sorgen machen. Mich interessieren eure Adressdaten überhaupt nicht, die sind mir vollkommen scheißegal. Ebenso Telefon oder sonst irgendwie was, E-Mail, wird alles gelöscht und bleibt nichts davon übrig. Ich brauche sie nur, damit ich die Sachen dann hier entsprechend verschicken kann. So, Lösungssatz. Es gibt einen Lösungssatz und es gibt nur einen richtigen Lösungssatz, ist ja wohl klar, ne? Irgendwie. Wer das Video aufmerksam verfolgt hat, der weiß, wie der Lösungssatz lautet. Wer das Video nicht aufmerksam verfolgt hat, der muss noch mal gucken. Es hilft alles nichts. Ist ein Satz, der mir sehr wichtig ist. Aber es ist ein Satz, den ich noch nie hier gesagt habe. Ja, ich gebe hier die Hinweise. Ne? So sieht das nämlich aus. Ja, das ist eigentlich schon alles. Also, Lösungssatz und so weiter, alles eingeben. Und ich werde dann im nächsten Video, mache ich eine Ziehung. Und ich mache das wahrscheinlich mit irgendeinem Zufallsgenerator irgendwie online oder irgendwie sowas. Denn jeder, der dort teilnimmt, der hat dann irgendwie eine Nummer oder so. Oder das kriegen wir schon hin. Übrigens, ist aber auch in den Teilnahmebedingungen formuliert, ne, bitte nur eine Person pro Haushalt. Also wenn irgendwie Fifi
auch in dem Haushalt wohnt, dann ist das schön für Fifi, aber eine Person pro Haushalt, bitte, ist eigentlich auch nur fair. Ne? So, das war's. Der Einsendeschluss, der Teilnahmeschluss, den kann ich jetzt noch nicht formulieren, weil ich jetzt zu einem bestimmten Tag gedreht habe und ich weiß nicht, wann das Video online geht. Der Teilnahmeschluss, den werde ich jetzt hier unten einblenden. Bis dahin ist das Google Doc offen und danach wird es geschlossen. Alles klar? Gut. Soweit. Ich glaube, das war's. Ne? Teilnahmebedingungen und so weiter, Rechtsweg ausgeschlossen, alles. Steht aber alles dort. Müsst ihr auch anklicken. Müsst ihr, wenn ihr teilnehmen wollt, müsst ihr euch damit einverstanden erklären. Ja, das war's. Ne? Ja, Schluss jetzt hier, oder was? Vielen Dank euch allen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Mitmachen. 100 Teile Leontal sind natürlich von mir gemacht, aber sie funktionieren nur mit Zuschauern. Und vor allem Feedback und die vielen Ideen, die 1000 Ideen die, und Anmerkungen und Kritik und all das, das ist grandios. Und das hat mich im Laufe dieser Zeit immer wieder gefreut und es freut mich immer wieder. Deswegen dachte ich irgendwie, gebe ich so symbolisch ein bisschen was zurück. No? Alles klar? Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal dann die Ziehung der Gewinner. Bis dahin. Cheerio.